auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Lukas, ja, wir fangen jetzt nochmal an, aber ich habe jetzt erfahren, das erste Mal hast du es geschafft, jetzt in deiner Amtszeit sozusagen den FCK zu besiegen im Derby. Ja, erstmal ein paar Worte zum Spiel. Tatsächlich entspricht das der Wahrheit und es gibt so Gegner, die liegen einem nicht so. Und gerade wenn wir nach Laudern fahren, kannst du eigentlich schon wieder ins Auto einsteigen, weil du weißt, im Gepäck haben wir eh nicht so viel dabei. Und auch zu Hause haben wir bisher noch nicht siegen können. Deswegen super Abschluss für die 99er, aber natürlich auch für das gesamte Team. 0-0, 0-1 hatten wir auch zwei Spieler eben auf dem Court. Und die 99er freut mich ungemein, dass man mit dem Sieg hier gegen den FCK die Saison beenden kann. Emotionales Spiel, weil es ja das letzte Spiel der Saison war zum einen und zum anderen, weil viele Spieler verabschiedet werden, die jetzt seit einer halben Ewigkeit zusammengespielt haben? Oh, definitiv. Also sie haben jetzt 9, 10 Jahre hier beim KSC absolviert und ich habe sie ein Drittel ihrer Laufbahn hier beim KSC auch begleitet. Ich habe sie jetzt 3 Jahre gehabt und ich gehe davon aus, dass wir nachher in trauter Runde auch das ein oder andere Tränchen dann verdrücken müssen. Wenn man so hinter die Kamera schaut, die Eltern, die einfach ein unheimlich gutes Verhältnis schon seit Jahren haben, es ist mehr als nur ein wenig Wehmut dabei, dass das jetzt eben ein Ende findet, aber die Jungs werden ihren Weg gehen, dafür haben sie einfach auch zu viel Qualität als Menschen und als Fußballer. Wie beurteilst du den Verlauf der Saison? Ich meine, man ist ja doch am Schluss relativ auf einem guten Platz gelandet, aber ja, wie siehst du es? Wäre mehr drin gewesen? Nein, es war nicht mehr drin. Wir haben immer ein wenig das Problem zu Beginn der Saison, uns erstmal zu finden, die Jungs an das neue Spielniveau, gerade aus der U17, anzupassen, so eine Einheit zu formen. Und wir waren nach 5 Spieltagen mit 3 Punkten, ich glaube, letzter oder vorletzter. Und wenn man dann die restlichen 21 Spieltage sieht, dann haben wir 37 Punkte dann aus 21 Spielen geholt. Zeigt eben auch die Entwicklung so des Einzelnen und der Mannschaft. Und das wird auch die große Herausforderung nächstes Jahr sein, aber für diese Saison Chapeau an die Jungs, wirklich schon Wahnsinn. Das ist ja auch nicht so leicht mit mir, weil ich immer Vollgas verlange und immer am Anschlag zu arbeiten. Ich glaube, die machen jetzt auch 3 Kreuze, dass die Saison vorbei ist. Ja, du hast dann nächste Saison oder dieses, ihr fangt ja schon damit an, die Ehre, eine neue Mannschaft fast aufzubauen. Ist ja im Endeffekt jedes Jahr die Situation so, dass ein neuer Jahrgang hochkommt. Wir werden wieder 2 gute Jahrgänge zusammenbekommen. Die Auswahl wird nicht leicht fallen. Wir wollen aber auch durch externe Neuverpflichtungen so ein wenig frisches Blut reinbekommen. Und wir sind mittendrin. Das Gros steht. Aber vielleicht finden wir noch die ein oder andere Waffe, die allen anderen durch die Lappen gegangen ist. Ja, ist schwierig, bestimmte Spieler rauszunehmen, denke ich mal. Aber ich stelle mal die Frage so, welchen Spielern traust du am ehesten einen ganz erfolgreichen Weg zu? Ja, es ist ja so, dass der Tim Kircher bereits schon bei den Profis agiert. Und er wird sicherlich seinen Weg machen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch heute noch 2, 3 Jungs auf dem Platz standen, die für Furore sorgen werden, aber die Namen behalte ich trotzdem für mich. Du hast dieses Jahr deinen Fußballlehrer gemacht, erfolgreich. Ja, was hast du für Ziele? Ich meine, gut, nächste Saison bist du noch hier, aber verfolgst du noch höhere Ziele langfristig? Ja, ich bin aber jetzt nicht auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Es wird so kommen, wie es kommen soll. Zuallererst gilt es eben, eine gute Mannschaft für nächstes Jahr zusammenzustellen, hier die Daumen zu drücken, dass die Profis hochgehen und einfach auch meinem Verein weiterhin die Treue zu halten. Das ist jetzt mein Ziel fürs kommende Jahr und ja, so weit in die Zukunft schauen möchte ich nicht. Ich habe das nie gemacht, bin eher ein
spontaner Mensch. Und wenn es dann soweit sein sollte, dass vielleicht ein interessantes Angebot käme, welches man nicht ausschlagen kann, dann müsste man sich zusammensetzen. Aber die Planungen für die kommende Saison sind ganz klar U19 KSC. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Kurzen Ausblick. Wir werden noch bis zum 16. Mai trainieren, werden dann ein Abschlussfest machen mit der U19 und dann entführe ich meine Familie in den Urlaub, komme dann wieder voller Tatendrang zurück und habe bis dahin hoffentlich meinen Kader zusammen, um ab dem 1.7. wieder voll anzugreifen. Lukas, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen lieben Dank, ein schönes Wochenende, bis dann. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.